Wow, they even found a way into the roof. Those are some persistent zombies, dude. You need to use cabbage paws here due to your roof's angle. Remember that and you're good to go. Miau, willkommen zu diesem Random Samstag. Ja. Oh je. Ja, schauen wir doch mal. Ich habe hier übrigens was gekauft, nämlich die Twin Sunflower. Eben im Shop. Twin sunflowers give twice as much sun as a normal sunflower. Sun production double must be planted on sunflowers. It was Cray's night of forbidden science that brought twin sunflower into existence. Thunder crashed overhead, strange lights flickered. Even the very warring wind seemed to hiss its angry denial. But to no avail, twin sunflower was alive. Alive! Recharge very slow. Das ist sehr schade. Ja, das habe ich glaube ich schon vorgelesen letztes Mal. Ja, genau. Also, ihr Lieben, ich habe gerade ein bisschen... Ich habe im Moment sehr viel Lustplan fürs Zombies mal weiterzutreiben und weiß gerade nicht so ganz, was ich von meinen anderen Random Samstag-Spielen spielen soll. Da Fest und Genesis das ein bisschen mehr Vorarbeit brauchen. Deswegen gibt es, glaube ich, jetzt die nächsten 3 Wochen. Ich nehme jetzt auch für die nächsten 3 Wochen am Stück auf. Das heißt, Tipps kann ich dann erst ab Woche 4 quasi mit einbeziehen. Könnt ihr aber natürlich wie immer trotzdem gerne da lassen. Wie ist das denn? Wir müssen auf dem Dach ja eigentlich Töpfe setzen. Zählt das? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir nehmen auf jeden Fall die Walnut. Und eigentlich würde ich auch gerne das nehmen. Ja, ich finde jetzt für das Dach haben wir sogar zu viele Möglichkeiten. Zu viele Pflanzen zum Auswählen. Denn das meiste trifft halt nicht. Aber im Moment sind ja die Zombies auch noch relativ schwach. Den setzen wir trotzdem vorne hin. Ja. Der wäre nicht schlecht, weil manchmal setzen die was hinter einen. Ich nehme die jetzt noch nicht, aber in späteren Level. Okay, versuchen wir es einfach mal so. I don't know. Ah, hier sitzen schon welche. Das ist schön. Oh Gott. Ich hasse das Dach. Das ist mein Hasslevel absolut. Es ist auch wirklich schwer. Eben durch diesen Winkel. Aber wir schaffen es schon. The zombies are coming. Awesome. Ich glaube, wir kriegen später noch mehr Cabbage-Pflanzen. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich dieses Level gespielt habe. Richtig lange sogar. Deswegen brauche ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, mich hier reinzufinden. Aber generell bin ich froh, dass wir mal wieder bei Tag spielen. Das ist schon angenehmer. Das größte Problem hier wird der Bungee-Zombie sein. Das kann ich schon mal sagen. Die Musik hier ist ganz nett, ist mal was Neues. Ach scheiße, jetzt ausgerechnet in die beiden Reihen, wo ich noch nichts habe. Wenigstens reloadet der sehr schnell. Recharged. Oh fuck. Ah! Käse. Das hätte unter keinen Umständen passieren sollen. Die erste Reihe ist jetzt richtig, richtig schäbig. Geschützt nur. Dreck, 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 Dreck. Oh. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wie kriege ich denn einen Futsch? Gar nicht, oder? Mein Gott, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Das ist gerade wirklich ein wenig knifflig für mich. Aber an sich ist das cool gemacht. Also ich meine, die Level müssen ja auch irgendwie mal schwieriger werden, nicht wahr? Das wäre ja sonst ein wenig komisch. Ah.
Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, gut. Die Cherrybombe kann man natürlich auch nur setzen, wenn da noch nichts reingepflanzt ist. Das ist alles nicht sehr nützlich. Ich finde, man sollte noch mal Blumentöpfe nachpflanzen können. Das geht nämlich gar nicht. Ah. Oh. Mist. Ah. Oh. Geht nicht, geht nicht. Schieß, 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 schieß. Ah. Nein, oh mein Gott, die erste Reihe. Käse, Käse. Geh weg. Du darfst es nicht essen. Jetzt habe ich ja gar keine Chance mehr. Das war so dumm gerade. Da. Schießt, schießt, ihr Kleinen. Oh Gott, den schafft er ja niemals hier oben. Uiuiuiui, ich hätte gerne mehr rein. Nein, okay, wir brauchen noch unbedingt die erste Reihe für... Oh. Für Potatoes. Ja. Oh nein! Ja, ist die Blume auf? Los. Boah, Gott sei Dank. Weil wir haben hier gar keinen Schutz links. Oh ja, gut. Den brauchen wir so dringend. Ja, ist auch gut, dass ich jetzt ein paar Aufnahmen am Stück mache, denn man braucht ja wirklich ein bisschen Zeit, bis man reinkommt. Let's you plant on the roof. Hey neighbor, got some new items for sale. Das da. These roof cleaners add an extra line of defense for those difficult roof levels. 3000, ja, nehme ich sofort. Ich weiß gar nicht, kann ich das auch aufs Dach legen? Ich probiere es mal aus. Oh, ja. Ja, sind sie. Gut. Versuchen wir es mal. Oh, 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 jetzt haben wir nicht. Oh Gott. Also, okay. Okay, okay, okay. Eigentlich reicht die Kleine nicht wirklich. Ne, eigentlich bräuchten wir die Tall Nut. Eigentlich gar nicht gepflanzt, den hier. Die bringen auch nicht so wirklich viel. Oh, ich bin gerade so ein bisschen... Ich nehme noch den. Okay. Jetzt haben wir immer noch Schutz da hinten. Ah ja, wir können den auch hier hinpflanzen. Das ist toll. Warum muss ich eigentlich immer diese Lieder mitsingen? Wahrscheinlich hasst ihr das. Ich kann es mir einfach nur nicht verkneifen. Ah, direkt da oben das Schmuff. Lauf direkt mal da rein. Zack. Nein. Brains. Ja. Ich setze nämlich vorne dann gleich noch eine Reihe hin. Wenn die Zeit reicht. Oh, zwei Stück. Ist blöd. Setzen wir direkt noch einen dahinter. Sonne! Ah, jetzt rüstet er den auf. Schießt schneller, kleine Cabbages! Oh. Nein! Dagegen! Okay. Jetzt können wir mal hiermit anfangen. Und da kommt schon der zweite... Bum, 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 bum.
gerade so konzentriert. Ich will nicht, dass direkt die Töpfe wieder aufgefressen werden. Die Nüsschen brauchen einfach viel zu lange zum Rechargen. Das ist nicht schön. Ah, jetzt kommt der da unten. Jetzt habe ich gerade da einen gesetzt. Also. Ah, hier oben ist ja auch einer. Hupsi. Ja, ist mal die Nuss. Ich gebe dir gleich einen Squash. Falls du das schaffst. Nein, schaffst du nicht. Meine Nüsschen sind viel zu gut für dich. Ach Quatsch, Nüsschen. Ja, doch die auch. Weil ich meinte eigentlich die Cabbages. Prinzipiell schon mal besser aus als in der vorherigen Runde. Okay. Mehr Nüsschen. Ich setze lieber dreimal Cabbages, das macht viel mehr Sinn. Da hinten kann ja sonst nichts hin. Ah, ich wollte mit dem Bungee-Zombie vorlesen. Machen wir in der nächsten Runde oder in der nächsten Folge, vielleicht besser gesagt. Nach diesem kurzen Blick auf die Uhr. Okay, die erste Welle war ziemlich gut. Besser kann es kaum laufen. Aber dann können wir nach und nach auch noch weiter hier hochpflanzen. Wenn die Level dann mal länger gehen. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Bin ich relativ zufrieden mit. Ich glaube, ich werde für die nächste Runde noch ein paar Töpfe pflanzen. Dann können wir solche Sachen wie den Squash oder die Cherry Bomb vorne hinsetzen. Oder halt den Chomper. Gold sammeln. Übrigens, wenn ihr solche Sachen wie so Kopfsalat pflanzen wollt, bei euch zu Hause, auch wenn ihr keinen Garten habt, das ist total praktisch, meine Mama macht das, kauft euch einfach mal so einen Sack Blumenerde und setzt den auf einen Tisch und macht da Löcher rein, so quadratische Löcher, und setzt da dann diese kleinen Sprösslinge rein. Das geht wunderbar, vor allem kommen keine Schnecken dran, weil die nicht kopfüber den Tisch hochklettern würden. Ja, toll. Gut, dass wir ein bisschen gesammelt haben. So, kein Problem, nichts passiert. Das war alles Einbildung. Komm. Den kannst du mal verschlingen, wenn du lustig bist. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Zieht doch beides schön schnell nach. Ah. So. Ich muss mich halt mal für eine Variante von den Nüssen entscheiden. Die Entscheidung kann ich gerade noch nicht treffen. Tötet ihn. Gerade so. So. Ah, das ist gut. Den Chomper behalten wir unbedingt. Sehr schön, sehr schön. Ich will mehr Cabbage-Arten. Oh ja. Oder so. Den Mais nehme ich auch gern. Was haben wir denn da? Flinks Corn Kernels and Butter at Zombies. Und Butter. Das ist wichtig.
Oh, jetzt hat der hier eine Leiter. Super. Gucken wir erstmal in den Almanach. Also, allows you to plant on the roof. I'm a pot for planting. Yet I'm also a plant. Has your mind exploded yet? Und wir haben Kernel, Pulse, Flinkhorn Kernel and Butterhead Zombies. Damage, Light, Kernel, Normal, Butter. Range Lopped. Special Butter immobilizes Zombies. Kernel Pult is the eldest of the Pult Brothers. Of the three of them, Kernel is the only one who consistently remembers the other's birthdays. He bugs them about it a little too. Cost 100, recharge fast. Das lese ich immer gerne. Und wir haben noch die Zombies. Bungee Zombie attacks from above, toughness medium, descends from the sky and steals a plant. Bungee Zombie loves to take risks after all. What's the point of being dead if you don't live a little? Ja, da kann was dran sein. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Ich bin gespannt, wie es hier auf dem Dach weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Samstag hier wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann.